Hallöchen, ihr Lieben. Ja, es ist eine lange Zeit her, dass ich mein letztes Video hochgeladen habe. Aber heute bin ich ja wieder da und bringe auch was ganz, ganz Tolles mit. Es gibt so ein Vorstellungsvideo, ein Produktvideo. Und zwar von Tintenalarm gibt es den Kreativtoner, den White Toner. Da habe ich hier schon mal die Verpackung von dem Toner, weil der so in dieser Aufmachung ausgeliefert wird. Der schaut richtig toll aus und wurde extra so designt. Das ist ein richtiger Hitgucker. Und ich will euch heute einfach mal mitnehmen und zeigen, ja, was man so mit dem White Toner denn alles so machen kann. Das ist echt nur so ein Bruchteil, was ich heute zeige. Ich habe auch schon einiges ja, verschenkt. Und fangen wir gleich mal hier unten mit an. Und zwar, das ist DIN A3 Format, das ich ausgedruckt habe. Das kann man zum Beispiel als Platzset nehmen, ne? Also natürlich auch so für Restaurants und so oder auch für ja, zu Hause mal eine besondere Festlichkeit. Und dann natürlich kann man das auch in Kraftpapier, farbigen Papier ausdrucken. Dazu zeige ich später auch nochmal Ausdrucke auf buntem Papier, wie das denn da so wirkt. Es ist halt mal was ganz anderes und vor allen Dingen, man kann das jetzt endlich auch selber machen. Das, wie gesagt, das ist ein Toner, der ganz normal in den Laserdrucker reinkommt. Für viele Laserdrucker erhältlich. Direkt bei Tintenalarm könnt ihr reingucken, da seht ihr genau alles, für welche Drucker wir die euch anbieten können. Und ja, wie gesagt, ich zeige euch mal so ein bisschen Inspiration, was ich ja schon so mal gemacht habe. Also das mit dem Schwarz-Weiß, das hat mich total gerissen. Das, ich bin so beeindruckt, das sieht richtig edel aus, ne? Und dann hier zum Beispiel jetzt mal, als Beispiel jetzt diese Weinkarte. Und dann sieht man halt auch hier die Linien, wie toll die da zur Geltung kommen. Dann haben wir hier, das ist Kraftpapier, das ist ein bisschen dünner, das hat hier so Kopierstärke hier. Das Papier, also auf farbigem Papier sieht es richtig, richtig klasse aus. Genau, und dann habe ich hier nochmal in so einem Blauton ausgedruckt und da kann man ohne Ende Tischkärtchen, Einladungskarten, ne? Ihr wisst ja hier die Kreativen, was man dann so alles machen kann. Genau, hier habe ich dann nochmal die Einladungskarte, das war letztes Jahr mein Sohn, sein Geburtstag. Dann natürlich für Hochzeit und so, also würde ich nochmal heiraten. Ich glaube, meine Einladungskarten, Tischkarten und alles, das wäre jetzt hier alles so mit Kraftpapier, ne? So diesen Vintage-Look. So schön, endlich kann man das dann so selber machen, die persönliche Note mit einfließen lassen und ja, ohne Ende gestalten. Hier habe ich eine, die ist noch gar noch nicht so alt, die Glückwunschkarte. Die wollte mein Sohn so haben mit dem Game Over. Und zwar war er auf den Geburtstag eingeladen und da wird immer Gutscheine verschenkt und ich wollte aber noch eine Glückwunschkarte noch dazu machen. Ja, und das ging eigentlich auch recht fix. Mal hier diese Glückwunschkarte erstellen. Ne? Wie gesagt, ist ein Hingucker. Vor allen Dingen kann man sich endlich mal für sich selber so Werbung halt machen. Ne? Selbst bedrucken, Visitenkarten und so weiter, Anhänger, Etiketten. Also ich habe dann hier auch ohne Ende mal so, das nur mal schnell so zu überblättern, ne? Probeausdrucke gemacht. Okay, das weiß ich jetzt ein bisschen. Ne? Also das wollte ich eigentlich auf schwarzem Papier ausdrucken, aber wenn wieder Weihnachten ist, ist schon cool, ne? Ja, hier mit zweifarbig, da wird es dann separat dann nochmal ein Video geben, mit dann pastellige Farben auf dunkel drücken, drucken und so, ne? Ist schon richtig, richtig cool. Was zeige ich denn als nächstes? Ich habe mir so ein Rezeptheft gemacht, das ist auch einfach auf Kraftpapier ausgedruckt, ja, am PC einfach, ja, das Muster Design, Video dazu, wie das, die ersten Schritte oder so, das kommt dann noch, oder ihr geht direkt zu Tintenalarm auf den Kanal, könnt ihr gerne abonnieren und so und schon mal reinspitzen. Und das sind einfach diese College-Blöcke, die schon so Kraftpapier halt schon so sind, kann man ratzfatz aufpimpen, nicht nur für Rezepte, sondern auch für andere Sachen. Reisetagebuch oder was weiß ich nicht. Also was zeige ich denn jetzt? Was habe ich hier gerade stehen? Ne? Also Wasserschiebefolie funktioniert auch klasse damit.
muss ich natürlich dann gleich ausprobieren. Ne? Die gibt es ja bei unserem Online-Shop. Das blendet jetzt hier so ein bisschen hier auch noch mit dem Wunschlicht. Stabkerzen jetzt so farbige hatte ich jetzt nicht da gehabt. Ich kann mir das gut vorstellen, so Marineblau und so. Ist richtig toll. Dann habe ich natürlich, das ist natürlich auch machbar. Dazu muss ich dann separat dann nochmal ein Video machen. Das ist das Papier wird zweimal, diese Folie wird zweimal bedruckt. Einmal mit Weiß und dann kommt das Farbige drüber. Wie gesagt, separat gibt es dann noch. Das muss ich noch drehen. Ein Video dazu. Und auf jeden Fall habe ich das hier auf so einen A4-Ordner mir drauf gepresst. Da natürlich braucht man eine Transferpresse und aber finde ich schon richtig cool. Ne? Kann man hier fürs Kind und so mal ganz stylisch einen eigenen Ordner so individuell anpassen. Ne? Also wie gesagt, für alle möglichen Festlichkeiten, Babyparty und. Genau, dann habe ich hier nämlich schon so eine Folie. Das ist die nämlich diese Folie. Darauf wird es gedruckt. Die gibt es bei uns auch im Online-Shop. Da gibt es auch ein Video dazu, weil das ja ein Zweiblatt-System ist. Und der Vorteil bei diesem, erkläre ich nur ganz kurz, ist einmal, es wird ausgedruckt. Dann hat man es dann später beim Pressen leichter, weil es ja, man es besser positionieren kann. Und vor allen Dingen auch, wenn man Schriftzüge hat, das zeige ich dann später an einem T-Shirt, das Ganze entgittern und so, ne, das fällt weg. Es fallen euch die ganzen, wie beim Blocken, die ganzen Folien weg, weil man druckt sich das einfach in den Farben gleich aus. Man braucht nicht immer spezielle Folien da und das war es dann auch. Also man kann dann mal ganz schnell da was machen. Okay, so, dann habe ich das euch mit dem Papier gezeigt. Jetzt habe ich hier die Tasse da stehen. Das finde ich so genial. Das ist eine ganz normale Tasse. Eins vorweg, das ist keine Sublimationstasse. Ich hatte mehr gemacht, aber ich habe die schon alle verschenkt. Ne? Das ist eine ganz normale Tasse und die habe ich dann hier mit dem Text drauf gepresst. Und da gibt es eine spezielle Folie dafür. Das Video werde ich dann auch noch drehen und euch auch noch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Nur es ist nicht spülmaschinenfest. Das müsst ihr halt mit der Hand halt waschen oder ihr sagt euch, okay, ich tue es in die Spülmaschine und dann wird es wieder neu beschriftet. Ne? Also wie gesagt, das ist also auch total klasse. Auf Textil ist das natürlich auch mega klasse. Ich muss mal hier neben mich hinlangen. Und zwar, da habe ich mich von Instagram und so inspirieren lassen von euch. Ihr habt da schon so viele tolle Geschirrtücher auch so schön gestaltet. Und dann habe ich mir gedacht, oh cool, versuche ich das Ganze doch auch mal mit dem Weiztoner. Und da sieht man, das habe ich auf diese Folie ausgedruckt, draufgelegt und dann gepresst. Und dann hier mit den Buchstaben, also man hat da überhaupt kein Entgittern mehr, ne? Der Schritt fällt einfach weg. Ich hätte es jetzt natürlich auch farbig machen können, aber wie gesagt, ich wollte halt den Weittoner da natürlich mehr hervorheben. So, was habe ich denn noch da? Ich zeige mal mein Test-Shirt, das nicht immer nur so schwarz-weiß ist. Das klappe ich mal um. So, das finde ich auch cool, ne? Das kommt so richtig gut auf auch auf roten T-Shirt-Stoff. Genau, dann habe ich hier auch noch, den finde ich auch ganz klasse. Ja, total cool. So, dann zeige ich euch das, was ich auf dem Ordner, das Bild, so, ich zeige es nochmal. Also das, was ich hier drauf habe, das habe ich mir dann auch nochmal gedruckt und mache das dann hier auf diesem T-Shirt. Kann man natürlich auf einem grauen T-Shirt, blauen T-Shirt, farbig, also das ist ja wurscht, ich wollte ich einfach nochmal so zeigen. Und dann, wie gesagt, ich finde es Wahnsinn, was für Möglichkeiten ich habe. Und vor allen Dingen, ich brauche nur diese transparente Folie. Ich bedrucke es da drauf, keine anderen Folien. Ich spare mir das Entgittern und dann gibt es noch so ein Finish Paper. Und dann ist das Ganze auch schon bei 40 Grad, ja, waschbar. Ja, und das habe ich hier auch noch gemacht. Hier, mir reicht, ich gehe wandern und da gibt es zum Schluss so ein Finish Paper. Wie gesagt, da gibt es nochmal ein separates Video dazu. Und dann ist das so von der Haptik also richtig schön kuschelig weich. Genau, das wollte ich euch nur mal kurz mal zeigen, was es da Neues da bei uns auf dem Markt gibt. Ganz exklusiv bei uns bei Tintenalarm. Unten in der Produktbeschreibung, da findet ihr die ganzen Links und so. Und wenn ihr Fragen habt, ja, schreibt einfach und guckt euch um.
Und die nächsten Zeit wird es noch mehr tolle Sachen geben. Es werden noch mehr Anleitungsvideos natürlich dazu geben mit den Kaffeebechern, also mit den Bechern überhaupt und so weiter. Ich muss jetzt auch erstmal in Produktion gehen und dann, genau. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Stöbern. Ja, würde mich freuen, wenn ihr euch ja, so einen White Toner zulegen würdet. Also es ist echt mega klasse, was man da so machen kann. Und ja, ich wünsche euch eine schöne kreative Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.